Und damit herzlich willkommen zurück zu Punch Club mit unserem Tiger Joe. Und wir legen wieder los. Ich habe jetzt verdammt lange keine Aufnahme mehr gemacht. Deswegen bin ich jetzt absolut, weiß nicht, ein bisschen raus wahrscheinlich. Ich hoffe es nicht. Aber ich habe jetzt ein bisschen, ja, nichts aufnehmen müssen, weil ich genug Folgen hatte. Deswegen, ja, jetzt muss ich doch mal so ein bisschen wieder anfangen. Und deswegen hoffe ich, dass ich jetzt erstmal wieder, ja, überhaupt reinkomme in das Ganze. Wir sind bei Tag 377. 25 Perks haben wir. Wir brauchen aber noch mehr. Oder? Nein, brauchen wir nicht. Oh. 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 Okay. Ich weiß bloß nicht, was wir machen wollten. Wirst du umgehauen, besteht die Chance, dass du mit 30% deiner Energie wieder aufstehst. Ersetzt Blocken. Wenn der Angriff deines Gegners erfolgreich geblockt wird, erhöht sich vorübergehend deine Stärke. Ja. Ja, hallo. Egal, das lassen wir mal. Wir reden mal kurz mit Adrian. Ja, komm, wir machen dir mal wieder ein Geschenk. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze jetzt abgeht hier. Bla bla bla. Ja, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was sie gesagt hat. Aber egal, sie hat ein Geschenk auf jeden Fall. Wir gehen jetzt mal trainieren. Würde ich behaupten. Da. Okay, sieht gut aus. Ja, wir trainieren. Wer hätte es gedacht? Was machen wir auch sonst bei Punch Club? Wir trainieren natürlich. Ja, im Infovideo habe ich es schon angekündigt, dass ich, ich glaube, ich habe es im Infovideo erwähnt, das DLC von Punch Club an sich nicht spielen werde extra, denn man muss einen neuen Spielstand anfangen. Und darauf habe ich persönlich keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Deswegen werde ich das nicht extra spielen. Vielleicht werden wir das im Stream dann mal spielen. Aber wenn nicht, dann seid mir bitte nicht böse. Aber, ne. Darauf habe ich dann auch keine Lust. So, wir müssen schlafen. Ich mache mal mein Handy lautlos. Bevor jemand anruft. Hier, schlafen. Oder, nein, oder doch, oder nein. Ah. Verwirrt, war die Treppe nicht anders? Egal. Oh, danke. Das war's aber auch schon. Mehr bringt uns das Ganze nicht. Schau hier. Weißt du was? Nein, 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 nein. Doch, nein, doch, nein. Wir gehen nicht schlafen, sondern wir gehen gleich weitermachen. Und zwar auf dem Fließband. Auf dem Fließband, genau. Auf dem Laufband. Was ist mit mir los heute? Auf dem Laufband natürlich. Ja. Ich hoffe, qualitätsmäßig, stimmlich und so, das klappt alles, sieht alles gut aus, weiß ich nicht. Wenn nicht, schreib's in die Kommis. Sagt mir irgendwie Bescheid, schreit mich an, macht mich nieder, wie auch immer. Keine Ahnung, was ihr halt machen wollt gerade so. Worauf ihr Lust habt, ich kann raus auf jeden Fall. Wir gehen mal daher. Wir fahren natürlich. Hey, wir sind hier der Gechill. Wir sind der Beste, den es gibt hier. Wir kaufen ein bisschen Energy. Und ein bisschen Fleisch. Denn wir müssen trainieren. Und noch wichtiger, wir müssen erfolgreich sein. Mit Energy können wir uns auf jeden Fall hochputschen. Zack, zack. Damit wir weiter trainieren können. Und jetzt gehen wir. Oh, meine super Zuckerschnauze. Oh, oh, ach, Liebling, ich bin auch glücklich. Ich hoffe nur, ja. Mhm, ja, Verliebt. Oh, sehr schön. Okay, wir machen weiter. Was kann man denn eigentlich für einen Fight machen? Ein Film drin. Baby. Cool Kuchen ist der nächste. Da könnten wir uns den netten einfach nochmal kurz anschauen.
15, 10, 13. Ja, okay. Das ist der letzte. Kann das sein? Müssen wir auf jeden Fall mal schauen, wie wir an den rankommen. Wir trainieren. Ich weiß gerade überlegen, ob wir irgendwas anderes machen, aber nein, wir trainieren. Wir beginnen mit... Ja, wir gehen hier nochmal dran. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen unsere Werte, damit wir dann gegen Kulk Hogan auch ja, wenigstens eine Chance haben. Hoppala, dann gehen wir da dran. Zwischen alles wieder so ein bisschen, dass es eben wieder ein bisschen stabil ist halt. Und dann sehen wir das Ganze. Dann sehen wir das Ganze, nein, dann sehen wir natürlich weiter. So, ich bin heute irgendwie verdammt gut gelaunt. Weiß auch nicht warum. Mein Gott, ich bin so gut gelaunt. Ah. Nee, echt, ich bin heute echt irgendwie gut gelaunt. Finde ich gut. Muss auch mal sein. Schönes Wetter draußen. Passt. So soll es auf jeden Fall sein. Ja. So, zack. Nein, da waren wir doch schon, oder? Nee, doch noch nicht. Okay. Wir müssen das natürlich jetzt ausnutzen. Wir sind ja verliebt. Oh. Ein Stream gab es jetzt auch schon länger nicht mehr. Ich glaube, seit fast einem Monat nicht mehr. Oh, sorry dafür. Aber es war ja dann Ostern dazwischen. Es kam ja dann Ostern und dann habe ich mir ja auch ein bisschen die Zeit genommen für die Familie eben und so. Deswegen kam dann auch, ja, jetzt ein guter Monat kein Stream mehr. Es tut mir leid. Aber wenn ich mich recht entsinne, habe ich das alles im Infovideo angekündigt, beziehungsweise alles erklärt und gesagt und gemacht und getan. Glaube ich. Ich bin ein vergesslicher Mensch, ich weiß nicht mehr alles. Aber die Musik habe ich vermisst. So, wir gehen nach oben, denn wir brauchen Essen. Essen, Essen. Oh. Essen. Und ein Kaffee. Okay. So, dann gehen wir mal schauen, wo können wir weitermachen. Ich würde sagen, wir drehen einen Film. Obwohl, nein. Komm, wir probieren es einfach. 2, 13, 17 passt. Wir riskieren es. Wenn wir auf die Fresse bekommen, dann soll es sich auch lohnen. Wir kämpfen mal wieder gegen die Ninjas. Ja, das übliche Prozedere halt. Ninja-Fight. Juhu. Ich weiß aber auch eins. Ich gehe diesmal kein Risiko mehr ein. So, hau ihn um. Und... Na, los jetzt. Tiger! Los jetzt! Auf. Come on, Tiger. Darf doch nicht wahr sein. Los! Habe ich irgendwas geändert da? Ich weiß es nicht. So, 2, 10, 10. Eigentlich nicht. Hm. Ich kann mich zumindest nicht mehr daran erinnern, dass ich irgendwas geändert habe. Ich hoffe es nicht. Na gut, wir können ja dann frühzeitig rausgehen. Ich gehe diesmal, wie gesagt, keine Risiken ein. Und ja, dann sehen wir weiter. Das sieht cool aus. Weiter geht's. Win, 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 win. Wir nehmen den Preis. Und gehen den Weg des Bären natürlich weiter.
Motivation ansieht, schaffst du. Was ist das? Du kannst deine Verteidigung und Talente oder Gegner verwenden. Blocken oder ausweichen. Du verursachst 20% mehr Schaden. Oh nee. Du erhältst. Okay. Jeder Schlag, den du blockst, verringert. Aha. Was haben wir hier noch? Rückhand, Weg des Bären. Da haben wir gar nichts mehr. Okay, wir sind jetzt definitiv vollkommen auf Weg des Bären geskillt. Okay. Ich weiß es bloß nicht. Und wir machen mal hartnäckig. Wir gehen mal da lang. Und gehen trainieren. Ja. Und da dran. So, so muss das sein. Genau. Und was habt ihr heute so gemacht? Also ich habe trainiert. Bin fleißig am Trainieren. Und da hat er jetzt schon wieder keine Lust mehr. Ich glaube, hier gab es nur Ausdauer und Geschick, oder? Ja, aber auch nicht viel, oder? Ne, mehr Geschick als Ausdauer. Okay, nee. Dann tue ich die Stärke hoch machen jetzt erstmal. Soweit es geht. Und dann sehen wir weiter. Fertig. Gehen wir mal da dran. Oh. Kriegen wir die Stärke noch so fixiert, dass sie nicht runtersackt wieder? Ich weiß es nicht. Ich habe Angst. Oh nein. Ah, knapp. Okay. Das ist okay. Das ist okay. Gehen wir mal da dran. Also die Musik habe ich vermisst, aber irgendwie. Warte mal. Ah. Bei euch wird sie wahrscheinlich nicht so laut gewesen sein, aber für mich auf meinen Kopfhörern, da war sie doch ein bisschen laut. So. Komm, du bist fertig, lass es. Hallo? Geht doch. Ja, weißt du, hast dich verausgabt. Du Penner, du. Bam. Hoppla. Heute ist Tag des Krachmachens bei mir. So, weiter geht's. Da oben, wieder hoch. Und jetzt gehen wir wieder dahin. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir da irgendwas machen können. Essen können wir auf jeden Fall. Ja, aber das war's auch schon. Schlafen müssten wir theoretisch, habe ich aber eigentlich keine Lust. Ich brauche Kaffee brauche ich auch so. Eine Party schmeißen, Werbung, Belohnung 900, komm, wir machen das mal schnell. Zack, oh. Dann haben wir wieder $900 plus und können nochmal Energy Drinks kaufen gehen oder Kaffee, wie auch immer. Ich hoffe, dass... Haben wir noch Kaffee jetzt? Kaffee! Lass mal weitermachen. Nein, nicht Fernsehen gucken. Nein! Das wollte ich doch nicht, Mensch. Das hier wollte ich. Lass das mal fertig machen, Mann. Mann, wie bist du drauf, ey? So. So. Nein. Dahin und jetzt dahin und jetzt Energy. Jawohl, so muss es sein. Und jetzt wieder zack nach Hause. Und Energy Twinks reinpfeifen.
Zack, 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 zack. Und trainieren. Trainieren, trainieren, trainieren. Bei Ausgaben. Und die Werte hochpushen. Beide, dass sie nicht wieder sinken. Das muss unser Ziel sein. Das muss unser Ziel sein. Heute ist echt ein komischer Tag. Wir machen die Ausdauer ein bisschen hoch. 15 Minuten haben wir gleich schon. Ich weiß auch nicht, wie lange wir jetzt noch mit Punch Club beschäftigt sind. Ich glaube, so lange wird es auch nicht mehr dauern. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass es noch sehr lange geht. Es kommt natürlich darauf an, wie lange wir dafür brauchen, ne? Natürlich der große Unterschied, ne? Je länger wir natürlich dafür brauchen, umso länger geht das Ganze natürlich noch. Wir sind jetzt bei Folge. Sieht man nicht, oder? Nee. Während er da trainiert. Ihr seht nur meine Maus. Oh! Oder ihr hört die Windows 10 Geräusche. Folge 39. Mit dieser Folge sind wir. Okay. Nein, da waren wir schon. Nein, nein. Dadam. Ja, bei Folge 39. Ja, mal gucken. Ich weiß nicht, wie lange es noch geht. Das weiß ich wirklich nicht. Aber ich glaube, wir sind ja jetzt schon so eigentlich in Richtung Endcontent so ein bisschen, habe ich so das Gefühl. Deswegen vermute ich auch mal stark, dass wir da dann bald irgendwie ja, zum Ende kommen. Je nachdem, wie schnell wir jetzt natürlich vorankommen. Das ist halt auch eine Frage der Sache, ja. Bam, bam. Essen? Essen? Energy. 18, 16. Wir gehen einen Film drehen wieder. Ich mach's jetzt einfach mal so. Die Stärke, die wir natürlich trainieren, ist eigentlich ja ziemlich gut. Das Problem ist bloß, wir haben da... Ich glaube, wir haben... Jetzt können wir mal kurz gucken. Also wir haben den kräftigen Kinnhaken. Wir haben den Boxschlag. Quatsch, hier oben müssen wir gucken. Den Kniekracher. Und den Kontercross. Das war's auch schon. Ich mach mal den Dritt raus. Und nehm das Ding mal rein. Weil eigentlich müssen wir ja mit den Schlägen ordentlich zuhauen. Eigentlich. Weil wir ja sozusagen auf Boxen geskillt sind. Aber irgendwie ist das nicht so. Mach das mal so. Ich probiere ein bisschen aus. Einfach mal jetzt. Kann sein, dass wir das jetzt gleich wieder verlieren, weil ich wieder ausprobiere. Ich immer mit meinen Ausprobieren, ich weiß. Ja, das sieht nicht so gut aus. Also irgendwie... Ah, gewonnen bringt uns nichts, weil wir den Preis noch nicht mitnehmen können, Mann. Geschick und Ausdauer, das ist natürlich wichtig. Machen es mal wieder so Standard. Das war, glaube ich, Standard. Ja, wir werden es wahrscheinlich jetzt verlieren. Der braucht nur ein, zwei paar gute Schläge und dann verlieren wir das Ding eh jetzt. Das riskiere ich jetzt einfach mal. Es ist egal. Ich
Weil irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie klappt das nicht so. Wir haben einen extrem hohen Energieverbrauch. Gerade, was brauchen wir denn hier? 11. Und kaum Regeneration. Haben wir denn noch irgendwas zum Regenerieren? Aber wir haben auch nichts mehr zum... Zum Regenerieren an sich haben wir jetzt gar nichts mehr. Kräftiger Kinnhaken. Verringert Energie deines Gegners bei einem Treffer. Ich nehme mal das. Das wird nochmal spannend, aber ich glaube nicht, dass wir das... Oh! Okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also wir nehmen den Reis und gehen natürlich. What the fuck? Okay. Gut. Meine Freunde, das war dann Punch Club Folge 39. Wir sehen uns in Folge 40 wieder. Ja, logisch. Nach 39 kommt 40. Ja, wir sehen uns dann bei Punch Club Folge 40 wieder. An dieser Stelle. Selber Ort. Selbe Welle. Selbe Stelle. Wie auch immer. Bis zur nächsten Folge von Punch Club. Ciao.